Hallo und moin zum dritten Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, dann herzlich willkommen zurück. Wir spielen weiter Sam & Max Hit the Road. Wir haben soeben ein langes Stück Faden, ein langes Stück Faden eingesammelt. Das findet das sich hier. Das sind 91 Yards Wollfaden. So ist das wohl. Und genau. Haben jetzt noch einen Golfplatz, den wir uns angucken können. Und das machen wir dann einfach. Wie man in der letzten Folge dann auch gesehen hat, ist es eben tatsächlich eher so, dass man für, ich sag mal, die meisten Rätsel an mehrere Orte muss. Also es ist nicht so wie häufig bei Adventure-Spielen, dass du einen Ort auch alle Rätsel am Platz hat, dass man nicht da weg muss, sondern es ist eher so, dass man sehr viel zwischen den einzelnen Orten wieder hin und her machen muss. Und dass man da irgendwo Gegenstände einsammelt, die man woanders braucht und so. Also heute würde man, glaube ich, sagen, es ist viel Backtracking. Aber ich finde, es ist hier gar nicht ununterhaltsam gemacht, sondern in der Regel muss man auch bei vielen Orten einfach nur eine Sache machen. Und dann reicht das schon. Es geht mich ja nichts an. Aber was brachte dich darauf, Alligatoren und Golf zu kombinieren? War nicht meine Idee. Tatsache ist, dass das hier mal ein Minigolfplatz war. Dann damals, 89, überflutete der Sumpf die Anlage, samt Windmühlen und dem ganzen Kram. Und dann saß ich da mit einem halb unter Wasser gesetzten Minigolfparcours inklusive 6 Meter langen Alligatoren. Ich hasse es, wenn so etwas passiert. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Also baute ich den Parcours in einen Übungsplatz um. Warum auch nicht? Ich habe so einen Drang, mir eine Tasche zu kaufen. Ich hoffe für dich, dass das nicht der Anfang eines Witzes war, Stadtjunge. Welches Handicap schafft hier der durchschnittliche Yeti? Yeti? Fang mir bloß nicht mit Yetis an. Ich hatte einen Yeti. Er war meine Hauptattraktion. Ich fange an, einen roten Faden in der Geschichte zu sehen. Und was hat mir das eingebracht? 10er und 20er? Nein, er rannte davon. Hat ihm jemand geholfen? Nun, jemand muss ihm den Schweißbrenner gegeben haben, den er brauchte, um sich von seinen Knöchelbändern zu befreien. Knöchelbänder? Okay, Ankerketten. Geh nicht weg. Wo sollte ich hingehen? Ah, hab ich ganz übersehen. Man kann ja hier was mitnehmen. So, jetzt haben wir diesen formschönen. Das ist eigentlich. Es ist eine kaputte Golfballzange. Ah ja. Das ist ja praktisch. Wir haben ja hier eigentlich den passenden Griff dazu. Und dann können wir es noch besser kombinieren, wenn man vielleicht einen Magneten braucht. Ist das nicht gut. Aber das brauchen wir erst später. Max, lass uns gehen. Und der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist? Das hat er gesagt, Mr. Bumpus.
Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte? Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt, Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Halt still, du räudige Polarkatze! Viel Spaß, Boss. Was für ein Arsch. Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Edgy Badge, du triffst mich nicht. Ja, da müssen wir wohl ein bisschen golfen. Jetzt noch mehrfach wiederholen. Hey! Liebe Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Natürlich ja auch mal in die anderen Dinge reinspielen. Aber ich glaube, um so richtig vorwärts zu kommen, müssen wir ein bisschen Fisch auf den Tisch bringen. Hat uns, glaube ich, jetzt nicht so weitergebracht. Ah, ich glaube, das ist besser. Oh. So schon eher.
Patchy Batch, du triffst mich nicht. Ja. Das war nicht hilfreich. Hey! Ich hasse Country-Musik. So. Hey, du hast einen Weg über den Parcours gefunden. So ist das wohl. Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sprung. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Whee! Hey, lass das! Nochmal, nochmal! Hey, lass das! Hey, Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden, während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe. Konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine, warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay, hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Ah, ja. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwump, Washington. Klingt nach einem neuen Ort, den wir gefunden haben. Lass mich mal sehen. Schau. Zu schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball, Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Ja, haben wir also noch was gefunden? Wird immer verworrener. Wir haben also jetzt schon einen zweiten Yeti, der offensichtlich auch verschwunden ist. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt vielleicht mal die Pfeile. Ja, hier in der Nähe eines weiteren Burgerladens. Einer weiteren Snacky-Filiale. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max malen nach Zahlenbücher. Ich muss mal auf die Toilette. Ich muss mal auf die Toilette. Thank you.
Du bist ja schrecklich nett für einen, der nur sein Existenzminimum verdient. Alle Snarky-U-Absolventen müssen Kurse in exzessiver und garantierter Nettigkeit belegen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Ich würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Das wäre alles. Sonst noch etwas? Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Hier ist der Schlüssel. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Ja, ich glaube nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Ja, doch, ich glaube, mittlerweile kann ich es mir gut vorstellen. Max. Hey, Max. Was? Ich glaube, wir sollten die Pfeile behalten. Wahrscheinlich hast du recht. Niemand verdient dermaßen saubere Klos. Willst du ein bisschen malen, Max? Du weißt, dass wir Lagomorphen farbenblind sind, Sam. Das ist verrückt. Und ich bin es auch. Dieser Conroy Bumpus macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen. Warum heißt dieses Spiel überhaupt Car-Bomb? Damit man uns vor Gericht nicht die Hosen ausziehen kann. Aber du trägst doch gar keine. Erinnere mich bloß nicht. Nun, das war's. Oh. Da haben wir jetzt also noch diese Pfeile. Man weiß ja nie, wann man mal eine Pfeile braucht. Sam, an diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Drunter geben. Was auch immer. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm speiübel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Das scheint so zu sein. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das Gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Es ist schade. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Ja, wann haben wir noch ein Büschel Yeti-Haare? Mittlerweile haben wir drei Büschel Yeti-Haare.
sehe ein Muster. Genau. So, und hier war jetzt die Frage, wir können, glaube ich, in irgendwas reingehen. Also im besten Fall in eine der Türen. Hier nicht, weil... Ich komme nicht an die Türklinke. Sage ich ja. Ich komme nicht an die Türklinke. Der magnetische Strudel wird von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert. Irgendwie bin ich traurig darüber, dass wir Amerika um eine seiner Legenden gebracht haben. Reg dich ab. Okay. Jetzt können wir mit den Magneten ein bisschen rumspielen. Und ich glaube, der Plan war immer, dass man die Farbe einstellt, durch deren Tür man gehen will. Und dann geht das auch. Und jetzt haben wir rot gemacht. Ich glaube, es gab auch eine rote Tür. Ja, nämlich. Jetzt können wir da rein. Sieh dir nur diesen ganzen Käse an. Ich glaube nicht, dass sie das machen können. Okay. Also das war auf alle Fälle nicht die richtige Tür. Das ist Lilla. Ich glaube, Lilla bringt uns nicht weiter. Hier für eine Farbe. Okay. Jetzt. Gelb und Rot ist Orange. Gucken wir mal, ob wir jetzt durch die orangene Tür gehen können. Da sind sogar zwei. Ich bin Sam, er ist Max. Wir jagen Gesindel. Und wir sind äußerst erfolgreich. Das ist cool. Ich bin Shavul. Was wollt ihr von mir? Sam, sieh nur. Nun, das nenne ich mal eine anständige Wasserflasche. Wir brauchen deine Hilfe. Hilfe ist mein zweiter Vorname. Oder was, Sternenkind? Was weißt du über Bruno? Bruno der Yeti? Warum fragt das eigentlich jeder zuerst? Das mit Bruno und mir ist eine lange Geschichte. Ich fühlte mich schon immer mit Yetis verbunden. Mir geht das so mit Zuckerstangen. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an Bruno gedacht. Gib mir einen Augenblick, um mich mental mit ihm in Verbindung zu setzen. Wenn das sein muss... Wartet, ich empfange was. Ich sehe den Froschfelsen zwischen dem verzauberten Edelsteinwald und dem unerklärlichen Tal der Lichter. Wartet, Bruno ist in Schwierigkeiten. Es ist, als ob unzählige Stimmen in Pein schreien und mit einem Mal völlig verstummen. Es tut mir leid, aber ich bekomme kein klares Bild von Bruno. Die traurige Wahrheit ist die, dass ich unfähig bin, mich richtig zu konzentrieren. Seit ich meinen Stimmungsring im größten Wollknäuel der Welt verlor. Wenn ihr ihn findet, kann ich euch vielleicht weiterhelfen. Okay. Könntest du noch mal das mit deinem Stimmungsring wiederholen?
Na klar, Mann. Ich habe ihn im größten Wollknäuel der Welt verloren. Ich glaube, er versucht uns damit etwas zu sagen, Sam. Nun, ich glaube, das war alles. Fühlt euch wie zu Hause. Ich bin sicher, der alte Maulwurf hat da drinnen was gebunkert. Fass das nicht an. Null problemo. Okay, da kommen wir also nicht ran. Na gut, dann besorgen wir ihm nochmal seinen Ring. Das klingt ja nach einer machbaren Sache und wir waren ja schon beim Wollknäuel. Es sollte also nicht so schwer sein. Ja, und wir haben uns ja hier nicht umsonst diesen schönen Magneten zusammengesetzt. Den kann man doch bestimmt jetzt hier wahnsinnig gut verwenden. Nun, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Ja, jetzt haben wir den Ring. Und das reicht schon, glaube ich. Also wieder zurück zum Maulwurfmann. Der zweite Maulwurfmann. Ihr seid zurück. Und größer als eine Cola-Dose. Sogar drei Cola-Dosen. Was wollt ihr denn jetzt? Ist das dein Ring? Cool, Mann. Habt ihr den Froschfelsen schon gefunden? Nein. Aber selbst wenn, wüsste ich nicht, wie uns das Bruno näher bringt. Den Froschfelsen zu finden ist erst der Anfang, Mann. Wenn ihr beim Froschfelsen seid, braucht ihr drei Haarbüschel. Haarbüschel? Ja, Mann. Yeti-Haarbüschel. Ihr wisst schon, Fell und so ein Kram. Drei davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen. Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet. Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmannpulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Das ist für euch. Benetzt das auf dem Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. Mysteriös. Spiel's nie wieder, Sam. Ja, gut. Dann sind wir da jetzt auch wieder durch, beziehungsweise raus und wissen, dass wir jetzt nach dem Froschfelsen suchen müssen. Aber ich würde sagen, den Froschfelsen mit Blick auf die Uhr machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, kurze Pause für die Leute im Stream und mich. Und längere Pause bis zur nächsten Episode in diesem Let's Play.
wenn wir rausfinden, was der Froschfelsen für uns bereithält. Womöglich. Hoffentlich. Kann ja sein. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann.